Lilo, ich habe mal wieder etwas gefunden. Ich meine zwar, das vor Urzeit mal gezeigt zu haben, aber es existiert noch. Hier haben wir Screenlets-Widget-artige Mini-Programme für GNOME. Kleine Python-Programme, die man auf den Desktop friemeln kann, entweder zu installieren über die Synaptic-Paketverwaltung oder übers Terminal sudo apt-get install und dann Screenlets. So, haben wir das installiert, können wir das wie immer nutzen. Gut, diese Uhr zum Beispiel, ne? Jetzt ist gerade der 27.12., irgendwann ist Silvester. Ihr wollt so eine Uhr haben, ne? Das ist ein solches Screenlet. Oder dieses Conky-artige Dingenskirchens hier, ne? Das ich hier auch verschieben kann. Erinnert so ein bisschen an die Widgets von KDE, ne? Oder ein bisschen wie Conky. Sehr schön ist dabei, oder so Lineale. Die heißen dort Ruler, ne? Da gibt es sowohl ein vertikales als auch ein horizontales Ruler. Finde ich gut. Man hat ja auch hier oben im Panel dann entsprechend so ein Screenlet-Dämon laufen, der gegebenenfalls über die Option dann auch Auto startet. Wir haben da mehrere drin. Ich habe jetzt nicht alle getestet. Ich habe den Ruler, die Clock, also die Uhr und den Systemmonitor. Man kann sich entweder alle Screenlets anschauen oder nur die, die laufen. Und die laufen, kann man anklicken, Clock, ja, und anklicken Auto Start beim Login. Also wenn dieser Screenlet-Dämon, ja, Dämon läuft und da oben so ein Symbolchen im Panel erscheint, dann starten die nicht trotzdem automatisch, ne? Dann muss man das hier auch noch Auto Start beim Login machen. Ja, also die drei hätte ich da mal gemacht. Gut. Und die haben Optionen, Rechtsklick drauf, die Größe ändern. Ne? Standardmäßig 100% kann man größer machen, meinetwegen 500%. Natürlich gibt es verschiedenste Themen für die Uhr. Interessant sind dann noch die anderen Optionen, Sperren. Ne? Sperren heißt, ja, dass man nur halt, wie gerade gesehen, über Rechtsklick da noch was fummeln kann. Je nach Widget muss man auch genau treffen, ne? Je nachdem, ja, das hier zum Beispiel bewegt sich nicht immer, man muss es genau erwischen, ne? Man muss es genau erwischen an einer bestimmten Stelle. Genauso erscheint auch dieses Pop-up-Menü nicht immer schaltig an einer anderen Stelle, ne? Also mit Rechtsklick ein bisschen auch im Widget lande ich nämlich auf dem Desktop, ja. Also die Dinger sind da so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Screenlets, die haben Optionen. Größe, Thema, hier zum Beispiel das Lineal, das hier Ruler heißt, hat Blue Edge als Thema oder Default ist grün, wie dieses da. Die Fenster kann man, wie gesagt, sperren. Das macht in meinem Lineal natürlich keinen Sinn. Und die Untereigenschaften sind wichtig, sehr wichtig. Da kann man noch einmal sehen, die Themen für das untere Lineal habe ich benutzt, Blue Edge, ne? Für das Ding habe ich Default benutzt für das Lineal. Gut. Und da gibt es nochmals Einstellungen. Ja, die X- und Y-Positionen könnte man separat einstellen. Hier war es für das Lineal wichtig, dass es im Vordergrund bleibt. Das ist wichtig, wenn man zum Beispiel aus einem Bild etwas herausmessen will. Ja, Einstellung vertikales Lineal oder horizontales. Das ist das Horizontale. Im Gegensatz dazu, ich habe hier gesagt, ich möchte noch einen Ruler hinzufügen. Dann hatte ich noch ein Lineal, die waren erstmal beide gleich. Über die Eigenschaften kann ich das dann anders machen. Ein anderes Thema, das andere habe ich wie gesagt blau gemacht, über die Einstellungen dann gesagt, das hier ist ein vertikales Lineal und schon hatte ich zwei. Und das Ding soll gefälligst mal im Vordergrund sein, damit ich zum Beispiel auf einem Bild was messen kann. Ja, wieso? Ein Bild, was wird. Gut. Lineale kann ich schön hier verschieben, ne? Die Einteilungen sind Pixel. Ich könnte jetzt messen, dass die Uhr etwas, ja, knapp 700 Pixel breit ist, ne? Wenn mir das langt, zum Beispiel auch zusätzlich zum Malprogramm GIMP, wenn ich schnell mal was drin rummessen will. Oder aber ihr habt ein Foto
ja, angenommen, eure zukünftige Freundin hat fatalerweise noch einen Freund und ihr habt ein Foto gefunden auf einem sozialen Netzwerk und der Typ steht vor seinem Auto. Nun wisst ihr nicht, wie groß der Kerl ist, ob er mit euch damit anlegen wollt. Ja, jetzt können wir die Lineale nehmen. Ja, nicht um irgendwas Bestimmtes zu vergleichen, was unterhalb der Gürtellinie ist, sondern zum Beispiel, ihr wisst, wie groß das Auto ist. Ein Autotyp kennt ihr über Wikipedia, wisst ihr, das Auto ist, jetzt verkleinere ich mal das Bild, das Auto ist 1 Meter, ja sagen wir mal 1,30 Meter hoch. Ja. So, und jetzt könnt ihr das Lineal dran halten und der Typ ist 2,20 Meter. Dann könnt ihr euch überlegen, so schön war das Mädchen doch nicht, ne? Gut, und weg mit dem Bild. Und schon hat sich das Lineal gelohnt. Dafür sind die Lineale gut, ne? Ja. Schon hat man Ärger gespart. Gut, wie gesagt, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Einstellungen. Reagiert, wie gesagt, muss man ein bisschen mit probieren. Das wird auch wohl nicht mehr so richtig unterstützt, das ganze Ding. Teilweise gibt es Möglichkeiten, dann noch was nachzuladen, aber die Webseite von denen gibt es wohl gar nicht mehr. Im Moment ist sie zumindest gesperrt. Systemmonitor. Die X- und Y-Position könnte ich auch per Hand nochmal genau einstellen. Bei zwei Systemmonitoren reagiert das manchmal ein bisschen komisch, merkt er sich die Position nicht, springt einfach wieder auf den anderen Monitor, macht nichts, kann ich mit umgehen. Das Widget zum Beispiel ist sinnvoll im Hintergrund zu halten, im Gegensatz zu den Linealen, die wohl besser in den Vordergrund gehören. So, und da kann man natürlich noch die entsprechenden Farben einstellen, wie man es möchte, ne? Ja, gut. Man kann natürlich auch das ganze Ding ein wenig transparenter machen. Deckkraft kann ich runterregeln, sodass es nicht weiter stört. Sehr schön. Dann kann ich noch ein anderes Hintergrundbild machen. Und das hier ist das, ja, das ist das Logo von der Distro. Nicht immer lässt sich das so einfach ausblenden. Manchmal erscheint es trotzdem, manchmal erscheint es dann nach einem Neustart nicht mehr, wie auch immer, muss man ein bisschen hin und her klicken und probieren. Da muss man ein bisschen ja, ausprobieren. Versuchen Irrtum, funktioniert aber. Man kann diverse Dinge ausblenden, wenn man zum Beispiel die lokale IP-Adresse nicht angezeigt haben möchte, kann man da draufklicken und dann verschwindet die hoffentlich. Na, ihr seht, im Moment aktualisiert sich es nicht. Gegebenenfalls muss das Ding neu gestartet werden, kann man dann, wie gesagt, hier auch über den Screenlet-Verwaltung die Dinger nochmal neu starten, alle neu starten, alle schließen und so weiter. Habe ich jetzt mal ein paar probiert, die finde ich ganz witzig. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Gut, was haben wir noch? Noch einen Clock hinzufügen. Angenommen, ihr habt mehrere Zeitzonen. Normalerweise wird hier nicht mein Name angezeigt, mein YouTube-Name, sondern die Zeitzone, wo ihr gerade seid. Für Deutschland wäre das Berlin. Dann könntet ihr noch einen Clock hinzufügen, also zweite Uhr, ne, wenn ihr wissen wollt, wie viel Uhr es gerade in Brasilien ist, ne, und in Rom und in Turkmenistan. Dann habt ihr gleich drei Stück davon, ne, Fenster. Thema und in den Eigenschaften, wie gesagt, sind dann immer schön versteckt noch zusätzliche Einstellungen. Ziffernblatt, dass da The Rackrunner steht, anstatt in dem Fall Berlin. Finde ich gut. Screenlets können wir mal probieren. Widget-artige Mini-Programme für Gnomen, also für Zwerge, ne? Also für Leute, die sich nicht mit dem Typ mit dem Auto anlegen wollen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Vor allem, freundlichen Grüßen und tschüss.